Klimakrise, Geflüchtete, globale Gerechtigkeit, Konsum, Welthandel. Was geht da draußen eigentlich ab? Tierwohl. Nächstenliebe. Leichtigkeit. Einfach leben. Glück. Artensterben. Umweltverschmutzung. Plastikzeitalter. Gerechtigkeit. Reichtum. Der tägliche Wahnsinn des Seins. Auf diese Reise nehme ich euch mit. The Green A, ein Podcast mit Peggy Merkur. Ich möchte euch heute mitnehmen ins Naturerlebniscamp des BUND-Umweltzentrums Franzigmark. Die Kinder im Alter von 11 bis 16 Jahren verbringen ihre Ferien, ihre Freizeit jedes Jahr im Rahmen eines Umweltcamps. Und die Eindrücke, Wünsche, Sehnsüchte, aber auch die Abenteuer der Kinder bekommt ihr ein Stück weit heute reflektiert und dürft euch mal ein Bild davon machen, was eigentlich ein Naturerlebniscamp so alles bedeuten kann. So, ja, hallo. Ja. Wie gefällt es euch denn hier im Umweltcamp? Echt gut. Super. Ja, sehr gut. Ich finde es sehr, sehr schön gemacht, halt auch allgemein mit den ganzen Tieren hier. Ja. Ja. Das im Zelt schlafen. Mit dem Aussicht, es gibt ja hier auf dem Gelände, gibt es so einen Aussichtspunkt, wo man auf die Saale gucken kann und wenn den Rest so sehen kann, das sieht voll schön aus. Und was habt ihr alles schon gemacht? Oh, wir hatten gestern, haben wir einen Jäger kennengelernt, der ein Wildschwein großgezogen hat, namens Frieda. Das durften wir uns mal angucken. Dann haben wir allgemein mal so heute eine Kräuterwanderung gemacht und war ganz spannend. Wir waren im Teich tümpeln und haben alle Tiere näher kennengelernt von der Tierpflegerin Isabel. Und wir haben die Schafe und Ziegen gefüttert. Also okay. Machen wir immer noch. Und würdet ihr das Umweltcamp für andere Leute empfehlen? Auf jeden Fall. Ja, weil es sehr viel Spaß macht. Ja, weil es einfach so cool ist. Das ist ja mal was anderes. Wir heißen ja auch Umweltcamp. Wir heißen ja nicht umsonst so, weil wir diskutieren halt auch so über Sachen, die der Umwelt vielleicht die Leute, die wir auch verbessern könnten. Naja, wir unterhalten uns halt darüber, wie wir helfen können, dass es der Umwelt besser gehen könnte. Ja genau, das meine ich ja. So, wir hatten vielleicht mal vor zu fragen, ob also wir jetzt so in so einer kleinen Gruppe mal hier halt in der Franzigmark Müll sammeln können, weil wir haben heute so halt so auch so eine Kräuterwanderung gemacht und das war halt so, da haben wir so einen Plastikbecher gefunden, Zigarettenkippen gesehen und das fanden wir halt total scheiße und deswegen haben wir uns gedacht, ja, wieso machen wir das nicht einfach? Jetzt spreche ich mit einer der leitenden Personen aus dem Umweltcamp und ja, hallo, was machst du hier Schönes? Ja, hallo, ich leite das Camp und ja, um uns drum herum rennen gerade die Schafe und wir entspannen uns gerade von einem ganz schönen Tag. Wir hatten heute ganz, ganz viel Input. Wir haben das Glück gehabt, mit einem Wildkatzenteam Tierspuren und Fotofallen direkt aufzunehmen, zu erkunden, zu erstellen. Wir haben hier neben uns, jetzt gerade, wo ich von den Schafen spreche, die Zelte stehen. Die stehen auf einer Streuobstwiese, auf einer historischen Streuobstwiese. Dahinter ist eine Benjeshecke, eine sehr wilde, wo verschiedene Echsenarten auch umherkrabbeln. Und ganz viele verschiedene Insekten, die spannend zu beobachten sind. Wir haben Schmetterlinge um uns drumherum, Bäume, die rauschen im Wind. Die Sonne scheint auf uns. Kitzelt mir gerade in der Nase, sodass das Niesen nur schwer unterdrückt werden kann. Und eine gute Sache ist es, mit den Kindern darüber hier und den Jugendlichen im Camp darüber zu beratschlagen, wie wir die Welt verbessern können. Und die Kinder dürfen entscheiden, wie sie ihren Beitrag leisten wollen, wie sie sich finden wollen in dieser Welt. Und da fühle ich mich geehrt, dass ich ein kleiner Teil in ihrem Leben sein darf. Und dabei gestalten wir natürlich ein ganz fettes, tolles Ferienprogramm. Wir schnitzen, wir machen Feuer, wir gehen baden, wir erkunden die Teiche, wir erkunden die Tiere in der Franzigmark. Und
das ist das, was mir am meisten Spaß macht, zu sehen, was die Kids für Ideen haben, für Lösungen haben. Und ich kann dabei noch ganz, ganz viel lernen. Und was es alles so zu lernen gibt, das erfahrt ihr jetzt von unseren TeilnehmerInnen des Naturerlebniscamps. Viel Spaß bei den Tipps und Wünschen. Ich hoffe, für euch sind einige Anregungen und Diskussionsgrundlagen dabei. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass es wenigstens mal die meisten versuchen, vegan oder vegetarisch zu leben. Was ist dein Motto? Vegan oder vegetarisch leben, rettet die Zukunft von den Tieren wie auch die Zukunft von euch. Dass wir wieder zu dem zurückfinden, was wir wirklich brauchen und den ganzen Ballast, den wir denken, dass wir ihn brauchen, loslassen können und uns wieder ein bisschen vereinfachen und erleichtern können. Und was ist dein Motto oder so, was du anderen mit auf den Weg gibst? Ich würde sagen, dass wir unsere Träume wirklich ernst nehmen und den ersten Schritt wagen und schauen mal, was dann passiert. Ich wünsche mir, dass alle, die sich das anhören, sich das auch zu Herzen nehmen. Dass weniger Plastikverpackungen gekauft werden oder genutzt werden und weniger CO2 und Love, Peace and Faith. Die nächste Stimme folgt sogleich. Keine Plastiktüten beim Einkaufen und mein Motto lautet You rule my world. Dann gibt es noch die Nächstenliebe und Verständnis auch zur Natur. Ich wünsche mir Gleichberechtigung, Frieden und dass die Natur mehr respektiert wird, weil eigentlich ist es die Welt der Natur. Die Natur war schon lange vor uns da. Rettet eure Zukunft und macht auch was dafür, dass die Umwelt und die Welt besser wird. So, hallo, ich bin Maud, ich bin 54 Jahre alt und ich habe gerade von meiner Kollegin erfahren, dass die Blühstreifen an der Straße abgemäht werden. Das sind ganz wertvolle Lebensräume und die Pflanzen müssen ihre Samen fertig ausreifen lassen. Und wenn sie jetzt gemäht werden, sind sie weg und es bleibt nur leere Erde übrig. Deshalb müssen wir das Abmähen sofort stoppen. Ich glaube, wir müssen jetzt anfangen, Worten Taten folgen zu lassen. Wir müssen jetzt anfangen, den Kohleausstieg zum Beispiel einzuleiten, uns ganzheitlich verändern, damit wir das Klima retten und die Welt. Mein Motto ist, lasst uns alle zusammenkommen und zusammen für die Sache kämpfen. Und mir ist dabei ganz wichtig, dass man nicht sagt, boah, ich mach das und das und du machst ja gar nichts, sondern wir müssen alle zusammenkommen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren, wir dürfen uns nicht zu doll Angst machen, aber schon der Wahrheit entgegenblicken und sagen, okay, es ist jetzt wirklich Zeit zu handeln. Jeder und jede kann ein kleines bisschen tun, damit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser wird. Nehmt zum Einkaufen Stoffbeutel anstatt Plastiktüten oder zum Beispiel Papiertüten. Und mein Motto ist, keine Plastiktüten beim Einkaufen, lieber Stoffbeutel verwenden. Mein Wunsch ist es, dass die Braunhäutigen genauso respektiert werden wie die Hellhäutigen. Fairtrade! 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 Pflanzt Bäume, anstatt sie umzuhauen. Ich wünsche mir Nächstenliebe, auch für die Natur. Ich wünsche mir, dass Verpackungen mehrmals verwendet werden, so wie Schraubgläser zum Beispiel. Respektvoller Umgang mit der Natur. Ich wünsche mir mehr Freude im Leben. Mehr Fußgänger oder Fahrradfahrer anstatt Autos und Motorradfahrer. Und jetzt noch die Erde retten! Das war ein Podcast zum Naturerlebniscamp mit dem BUND. Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben, auch die KollegInnen im Umweltzentrum Franzigmark und
direkt aus Magdeburg, gab es viel Unterstützung im Hintergrund. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann schaltet wieder ein. Minderjährige Geflüchtete und ihre wahren Geschichten. Eure Peggy Merkur.